Die Wächter erreichen den Fuß des Targon. Ein paar alte Ziegel sind alles, was von der Basis übrig ist, die hier einst stand. Hier scheint es auch keine Wächterbasis zu geben. Langsam glaube ich, dass die uralten Wächter nicht wussten, wie man ein Gebäude für die Ewigkeit baut. Hey, die hatten viel zu tun. Mussten die Welt retten und so. Der Berg ist noch da. Zumindest können wir behaupten, dass wir ihn gesehen haben. Dein Blick schweift über den Berg, der vor dir aufragt. Und du spürst deutlich seine furchteinflößende Präsenz, obwohl seine obere Hälfte in einem dichten Schleier aus schwarzem Nebel versteckt ist. Aber wo ist der Gipfel? Berge haben noch Gipfel, oder? Seid gegrüßt, Reisende. Willkommen am Targon, der Treppe zu den Göttern. Obwohl ich hoffe, dass ihr heute nicht da hochgehen werdet. Ihr habt einen ungünstigen Zeitpunkt für euren Besuch ausgewählt. Wir sind hier, um diese Graunacht aufzuhalten. Also gehen wir dorthin, wohin der Nebel fließt. Oh, dann wollt ihr wohl den Berg bezwingen. Dieser schwarze Nebel scheint direkt zu seinem Gipfel zu fließen. Wunderbar, und jetzt bitte die schlechten Nachrichten? Nun gut, die meisten überleben den Aufstieg nicht, und diejenigen, die es schaffen, kommen oft als etwas Unmenschliches zurück. Ich meinte das sarkastisch. Ich nicht. Der Aufstieg bedeutet den sicheren Tod, vor allem heute. Wir sind Wächter. Der Umgang mit dem sicheren Tod ist quasi unser Tagesgeschäft. Seltsam. Euer sterbliches Leben ist so kurz, aber ihr könnt sein Ende nicht abwarten? Ja, ich habe mich echt sehr bemüht, ihr das auszureden. Sagst du uns denn jetzt, wie wir da hochkommen, oder? Diana seufzt und hält inne, um nachzudenken. Wer den Targon besteigen muss, braucht einen Führer. Jemanden, der den Aufstieg schon einmal gemacht hat. Jemand, der im Licht der Unendlichkeit gebadet hat und mit der Macht der Himmelswesen zurückgekehrt ist. Und wo finden wir so einen Freak? So einer steht vor euch. Ich werde euch den Berg hinaufführen. Zusammen werden wir herausfinden, was dieser Nebel vom Targon will. Überwältigend. Wir werden famose neue Erinnerungen an diesen Berg gewinnen. Stimmt's, Neuling? Na, aber hallo. Kann es kaum erwarten, ein Halbgott zu werden. Nach der Hälfte des Aufstiegs auf den Targon bleiben die Wächter stehen, um zu verschnaufen. Ach du, wie weit ist das noch? Was ist los, Gwen? Ich dachte, du wolltest den Berg erklimmen. Ja, aber warum muss es immer bergauf gehen? Der eigentliche Aufstieg ist nicht das Schwierigste. Der Berg wird deinen Verstand und deinen Geist auf eine Probe stellen, wie du sie noch nicht erlebt hast. Und wenn ihr den Gipfel erreicht, werden die Aspekte selbst über euch richten, wahrscheinlich sehr scharf. Moment, Aspekte? Du meinst die Götter? Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Ganz ruhig, Neuling. Wenn du dich besser fühlst, die Aspekte bringen uns wahrscheinlich alle um. Da bist du nicht so allein. Rim, du bist keine Hilfe. Hey, ich bemühe mich ja. Ein donnernder Zusammenprall hallt vom Gipfel des Berges wieder. Es klingt, als würde der Himmel einstürzen. Was im Namen von Wohlibär ist das? Das klingt wie das Ende aller Tage. Das sind bestimmt die Aspekte. Ich glaube, etwas hat sie verärgert. Super gemacht, Neuling. Musste diese Gotteslästerung denn sein? Das hat nichts mit euch zu tun. Dieses Geräusch kann nur eins bedeuten. Die Aspekte kämpfen selbst. Und glaubt mir, wenn die Götter aufeinandertreffen, wollt ihr nicht dabei sein. Wir sollten lieber nicht weitergehen. Das können wir uns leider nicht leisten. Was auch immer da oben geschieht, hat etwas mit der Graunacht zu tun. Wir müssen uns einfach einmischen. Graunächte kenne ich nicht. Dafür aber die himmlische Macht. Man muss sie respektieren, fürchten. Die Graunacht muss gefürchtet werden. Wenn wir uns von ihr abwenden, wird sie alles zerstören, sogar den Targon. Der Verlust des Targons wäre verheerend, aber es wäre ein materieller Verlust. Alle Berge stürzen irgendwann ein. Die Macht der Aspekte übersteigt dieses Reich. Sie können einem auf eine Weise schaden, die man nicht begreift. Nichts ist ihren Zorn wert. Nichts? Wie kannst du einfach zulassen, dass deine Heimat zerstört wird? Es muss etwas geben, das dir wert ist, gerettet zu werden. Was ist mit dem Volk von Targon? Willst du es wirklich in der Graunacht verlieren? Ich glaube, da gibt es etwas. Ich gehöre den Lunarian, Anhängern des Mondes. Er hat mich seinem Licht gesegnet, mir die Irrwege der Solari gezeigt, meine Fragen mit wirklichen Antworten belohnt. Ich schulde es dem Mond, die anderen zu finden. Die anderen? Die anderen Lunari. Sie werden verfolgt, wegen ihres Glaubens abgeschlachtet. Und obwohl ich nie einen getroffen habe, glaube ich, dass es Überlebende gibt. Wenn ich sie fände, weiß ich, dass ich sie beschützen könnte. Vielleicht könnte ich die Solari sogar davon überzeugen, sie nicht mehr zu jagen. Ich könnte sogar Targon vereinigen. Allen zeigen, dass wir demselben Licht folgen. Das ist mein Traum für diese Welt, auch wenn er hochtrabend sein mag. Ich finde, das ist ein wunderschöner Traum. Wenn ich ein Solari-Mörder wäre, hättest du mich damit überzeugt. Hallo, ihr da!
Die Wächter drehen sich um und sehen eine Gruppe Solari-Fanatiker, die hinter ihnen den Berg erklimmt. Wenn man vom Solari spricht... Sieh einer an, der mondverheerendes Ungeziefer. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich dachte, wir hätten sie alle erwischt. Du weißt doch, wie sie sind. Blitzen immer aus ihrem Versteck, wenn es dunkel wird. Was macht ihr hier draußen im Tageslicht, Ungeziefer? Was zur Hölle soll das werden? Falls es dir nicht aufgefallen ist, auf der ganzen Welt ist heute Graunacht. Die Solari sollten sich mit den Lunari zusammensuchen, statt sie zu jagen. Das geht dich nichts an, Fremdling. Diese Ketzer entehren Targon mit ihrem falschen Licht. Und es ist unsere Aufgabe, es auszulöschen. Die Solari greifen Diana mit gezogenen Schwertern an. Wie war das nochmal mit Einheit und so? Die Wächter machen kurzen Prozess mit den Solari-Soldaten und lassen ihre Leichen auf dem Berg fortliegen. Genau, überleg es dir gut, bevor du dich mit unseren Bergführern anlegst, oder, Mondstrahl? Ich kann mich nicht über ihren Tod freuen. Was? Warum nicht? Diese Fanatiker hätten nicht getötet. Es gibt andere Solari, genau wie sie. Unzählige andere. Soll ich sie alle töten? Worin liegt dann der Sinn der ganzen Sache? Warum sollte man etwas retten, das sich unbedingt selbst zerstören will? Weil Targon sich ändern kann. Klar, heute ist es Mist, aber du kannst sie alle in eine bessere Zukunft führen. Das ist ein gutes Argument. Du bist trotz deiner jungen Jahre schon weise. Vielleicht bist du der lebende Beweis dafür, dass manche Leute es wert sind, gerettet zu werden. Verbringe ein bisschen Zeit mit dem Neuling, dann änderst du deine Meinung. Wir wollen unseren Aufstieg fortsetzen und tun, was getan werden muss. Das Donnergrollen erschüttert erneut den Berg. Dieses Mal scheint es viel näher zu sein. Die Aspekte werden immer unruhiger. Wir müssen schnell zum Gipfel. Später erreicht ihr eine große Anhöhe an der Seite des Bergs. Das Grollen der Kämpfe über euch ist jetzt ohrenbetäubend und wird von Schritt zu Schritt lauter. Ist es noch weit? Meine Ohren halten das nicht mehr lange aus. Der Gipfel ist direkt über uns. Was ist da oben los? Könnt ihr was sehen? Die Wächter blicken auf den Gipfel des Targon. Durch den dicken schwarzen Nebel der Graunacht könnt ihr gerade so einen Kampf erkennen. Ich suche nur die Fessel. Tritt zurück, Aspekt. Ich bin kein Aspekt. Ich bin Atreus. Gegner der Aspekte, Düsteren, Dämonen und aller, die eine solche Macht gegen Sterbliche einsetzen würden. Pantheon stößt seinen Speer gegen Viego, der den Angriff mit seinem gewaltigen Schwert blockt. Die erbitterten Gegner befinden sich nun in einer Pattsituation. Verstehe. Wie bedauerlich. Als Aspekt hättest du vielleicht eine Chance gehabt. Ich bin Viego, letzter und größter der Könige von Camerwar. Ergebener Ehemann der Königin Isolde. Wiederbeschaffer der größten Liebe der Geschichte. Und kein einfacher Sterblicher wird mich aufhalten. Viego schlägt Pantheons Speer zur Seite und holt mit seinem Schwert aus. Oh nein, da kann ich nicht zusehen. Der arme Mann mit dem Fingerhut auf den Kopf wird gleich wie eine Nadelkissen durchstochen. Atreus, du musst widerstehen. Schnell, wir müssen ihm helfen. Moment, das ist kein Aspekt, das ist Viego. Wer ist der andere Kerl? Ist er auf unserer Seite? Das ist Atreus, ein menschlicher Soldat, der vom Aspekt des Krieges gesegnet wurde. Das scheint ihm mal gerade nicht zu helfen. Weiter, auf zum Gipfel. Die Wächter eilen zum Gipfel, um Atreus zu helfen. Aber nicht schnell genug. Atreus kann sich nicht mehr verteidigen. Viego durchbohrt ihn mit seinem Schwert. Ja, Atreus, ich kenne den Schmerz, den du gerade spürst. Den Schmerz des Bedauerns, nicht der zu sein, der du sein könntest. Den Schmerz deiner eigenen Sterblichkeit. Warum gibst du nicht auf und lässt den Geist deiner höheren Gestalt zurückkehren? Als der schwarze Nebel um Atreus herumwirbelt und in seine Wunde fließt, beginnt es sich zu verändern. Nein, nein! Ich fürchte doch. Wie ist dein Name, Aspekt? Ich bin Pantheon, Aspekt des Krieges. Und ich habe viel zu lange geschlafen. Pantheon hebt seinen Speer und entfesselt einen Kriegsschrei, der den Berg bis ins Mark erschüttert. Oh nein! Himmel, steh uns bei! Was im Namen des Bären passiert hier gerade? Atreus ist nicht mehr. Pantheon ist zurückgekehrt. Pantheon? Wie der targonische Kriegsgott Pantheon? Genau so. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die ganze Welt bald leiden wird. Große Felsbrocken stürzen vom Gipfel über euch zu Boden. Die verzweifelten Wächter drücken sich enger und enger an den Berg. Felsbrocken fallen neben ihnen herunter und verfehlen sie nur um Haaresbreite. Das wird nicht funktionieren. Wenn wir hier bleiben, werden wir erschlagen. Ah, vom Aspekt des Krieges erschlagen. So hatte ich mir meine Ende immer vorgestellt. Lauft alle zu der Höhle da drüben. Senna nickt in Richtung eines Höhleneingangs, der wenige Meter entfernt ist. Du reißt dich zusammen, läufst los und hoffst, dass die riesigen, herabdonnernden Felsbrocken dich nicht treffen. Du eilst mit den Wächtern in eine nahegelegene Höhle, während draußen weiter Felsen und Steinbrocken herabfallen. Schnell, alle rein! Innerhalb weniger Sekunden wird der Eingang von einem Felsrutsch versiegelt.
Ihr seid in der dunklen Höhle begraben. Na, wenigstens sind wir alle in Sicherheit. Wir sind gefangen, Ribben. Hey, ich dachte, wir würden sterben und wir leben noch. Ich beschwere mich ganz sicher nicht. Das ist also unser Schicksal? Wir hausen wie eine Meute elendiger Frostroller in kalten, dunklen Höhlen. Wir können sonst nichts tun. Pantheon ist zurückgekehrt, um an der Seite des geschützten Königs zu kämpfen. Und wir müssen in dieser Höhle hocken, während Tage und der Grau noch da liegt. Wir können das noch verhindern. Los, wir räumen diese Felsen aus dem Weg und steigen auf den Gipfel. Hast du nicht ihre Macht gesehen? Der Aspekt des Krieges und der König der Graunächte arbeiten zusammen. Es gibt keine Macht, die dem widerstehen kann. Ich muss schon sagen, das ist kein besonders rosiger Ausblick. Es ist so, wie es ist, Kind. Selbst wenn wir diese Graunacht überleben, welche Hoffnung gibt es für den Frieden? Diana scheint in eine Art Trance zu verfallen. Ihre Augen leuchten sanft wie der bleiche Mond. Und dann nehmen sie einen unheimlichen Grünton an, den du nur zu gut kennst. Hier hat nichts einen Sinn. Alles, was zählt, ist... Oh oh, anscheinend hat Fräulein Mondstrahl die Graunacht getroffen. Sie muss da draußen eine große Dosis von dem Nebel abbekommen haben. Neuling, sprich mit ihr. Diana, komm zu uns zurück, hör nicht auf den Nebel. Targon hat eine wunderschöne Zukunft und du bist ein wichtiger Teil davon. Nichts als Zerstörung erwartet. Zerstörung und wahre Liebe. Viego und Isolde, die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Ah, verdammt. Könnte das wirklich wahr sein? Zwei Gestalten tauchen aus den Tiefen der Höhle auf. Ich weiß nicht, seid vorsichtig. Lucien zieht seine Pistolen und zielt auf die schattenhaften Gestalten. Wer seid ihr? Zeigt euch, aber langsam. Ist sie das wirklich? Wir haben das Licht ihrer Augen gesehen. Wir mussten sicher gehen. Von wem redet ihr da? Der Aspekt des Mondes. Sie reist mit euch. Aspekt? Diana, wolltest du uns gerade eben sagen, dass du eine Göttin bist? Ich krieg mich nicht mal ein. Mondstrahl war die ganze Zeit eine Mondgöttin? Ihr beide seid Lunari. Natürlich sind wir das. Deshalb sind wir in dieser Höhle. Sie ist unser Versteck vor diesem mörderischen Solari. Ich kann euch keinen Trost bieten. Sie sind immer noch da draußen. Außerhalb dieser Höhle gibt es nichts als Zerstörung. Bleibt so lange hier drin, wie ihr könnt. Für den Targon gibt es keine Hoffnung. Die Lunari reagieren mit verwirrenden Blicken auf Dianas düsteren Rat. Dann... Das sehe ich anders, meine Herrin. Wir haben dich gefunden. Plötzlich verblassen die Anzeichen der Zerstörung in Dianas Gesicht. Was? Du klingst glücklich? Warum? Wir haben uns unser ganzes Leben lang versteckt, weil wir an dich geglaubt haben. Die Mutter der Nacht. Es wurde so schlimm, dass wir uns manchmal auch gefragt haben, ob du... Naja, ob es dich wirklich gibt. Und jetzt bist du hier. Die beiden Lunari verneigen sich vor Diana, der diese Ehrfurcht etwas unangenehm zu sein scheint. Nein, all diese Jahre konnte ich euch nicht beschützen. Ihr müsst euch verstecken. Bitte verzeih, Mutter, aber jetzt, da wir dich gefunden haben, glaube ich, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen. Die beiden Lunari-Anhänger blicken zu Diana. Freudentränen laufen ihnen über das Gesicht. Preiset die Aspekte, preiset den Mond. Es ist bestimmt schön, eine Mondgöttin zu sein. Ja, warum machen das meine Anhänger nie für mich? Schatz, ich liebe dich, das weißt du. Diana kommt näher. Das Mondlicht in ihren Augen ist in einem gesunden Leuchten bei jeder Spur der Graunacht gewichen. Nun, Wächter, ich glaube, wir müssen immer noch gegen einen gestürzten König kämpfen. Wollen wir die Felsen aus dem Höhleneingang schaffen? Bist du komplett bescheuert? Olaf würde 2 Wochen brauchen, um den Haufen Steine da wegzuräumen. Und das auch nur, wenn ich wütend bin. Mein lieber Baba, du bist auf dem Targon, an der Verbindung zum Himmel und all seiner Macht. Diana breitet die Arme aus und entfesselt einen Strahl aus blassem, weißem Licht, der den Bergsturz am Eingang der Höhle beseitigt. Und jetzt betet zu ihm, dass wir nicht zu spät kommen. Auf dem Gipfel des Targon sehen die Wächter etwas Seltsames. Strahlen aus weißem, kosmischem Licht wirbeln über die dicken Schwaden des schwarzen Nebels. Beide stoßen sich wie Öl und Wasser voneinander ab. Mitten in diesem Chaos holt Viego eine alte kupferne Sonnenuhr hervor. Obwohl sie schon grün angelaufen ist, gibt sie ein magisches Licht von sich. Da ist sie, ein weiterer Teil meiner Geliebten. Danke für deine Hilfe, Aspekt. Wir werden zur Zerstörung aufgerufen, sei es durch Krieg oder die Graunacht. Ja, ja, führe jetzt deine Kriege. Ab mit dir. Lass die Fessel fallen, sofort! Ah, Senna, ich wusste, du kommst zu Sinnen. Endlich bist du gekommen, um deinen Teil von meiner geliebten Königin aufzugeben. Träum weiter, du Spinner. Ich bin hier, um sicherzustellen, dass du Targon nicht mit dieser Fessel verlässt. Wir haben eine Mondgöttin und wir setzen sie ein, wenn es sein muss. Er spricht die Wahrheit. Die Matrone der Macht ist gekommen, um die Dämmerung deiner Herrschaft einzuläuten. Ha, da muss ich entsprechend antworten. Ach, Pantheon, bevor du davonläufst, um die Welt in einen endlosen Krieg zu stürzen, könntest du vielleicht hier einen winzigen Kleinen führen?
Ich werde meinen Speer an ihren Knochen wetzen. Mit einem einzigen mächtigen Speerschwung schleudert Pantheon die Wächter vom Gipfel und wirft sie so auf die Hochebene darunter. Oh, ich glaube, ich habe gerade meine Klinge kaputt gemacht. Und mein Steißband hat auch was abgekriegt. Wenn der Kerl Krieg will, dann soll er ihn bekommen. Die Wut überkommt mich. Du musst wiedergeboren werden, so wie ich. Durch Kampf und Leid. Kumpel, wir sind Wächter und die meisten von uns haben Reliktwaffen. Wenn ich du wäre, würde ich mir das zweimal überlegen. Dem Kerl schaffen wir. Wir haben Diana und wir sind mehr als er. Pantheon schlägt mit dem Ende seines Speers in einen stetigen Rhythmus auf den Boden, der durch die umliegenden Täler hallt. Als Antwort materialisiert sich hinter ihm eine ganze Armee von Geistern, die eine einheitliche Waffe tragen und mit ihren Schilden eine enge Phalanx bilden. Ich habe meine große Klappe. Pantheon hebt seinen Speer. Seine Geisterarmee kommt ebenfalls mit gehobenen Speeren und Schilden auf euch zu. Oh, schaut mal, die haben alle die gleiche Uniform an. Und ihre Bewegungen sind so zackig und aufeinander abgestimmt. Könntest du vielleicht nicht die Dinger bewundern, die uns durchbohren wollen? Die Wächter greifen mit einer Lichtsalbe an. Doch sie prallt von den Schilden der Geisterphalanx ab. Wir kommen nicht durch. Reißt ihnen die Schilde weg. Olaf rennt die Geisterreihe entlang und haut jeden Schild mit seiner Axt davon. Riven schließt sich an und durchbricht mit ihrer Klinge die Verteidigung der Phalanx. Sie stehen ungeschützt da, Feuer frei! Die mit Klingen bewaffneten Wächter reduzieren die Verteidigung der Geister weiter, während die anderen das Feuer eröffnen. Nach wenigen Minuten ist Pantheons Geisterarmee vernichtet. Egal, ich wiege jede Armee auf. Und bei meinem Speer, ihr werdet alle den Krieg kennenlernen. Pantheon greift Olaf mit seinen Speer an, trifft ihn am Helm und schleudert den Kopf über zu Boden. Er prügelt mit seinem Schild auf Riven ein und schleudert auch sie zu Boden. Dann stößt Pantheon seinen Speer in deine Richtung. Neuling, pass auf! Diana springt vor Pantheon und lenkt seinen Speer ab. Sie verankert die Krümmung ihrer Sichelklinge am Rande seines Schilds. Atreus, wenn du da drin bist, hör mir zu. Du hast die Kontrolle verloren. Der gestürzte König hat deinen Verstand mit Lügen korrumpiert. Aber es gibt Hoffnung für Targon. Ich habe sie gesehen. Es gibt Hoffnung im Krieg. Diana merkt, dass sie gegen eine Wand redet und zieht Pantheons Schild mit ihrem Schwert weg. Los! Die Wächter feuern mit allem, was sie haben, auf Pantheon. Er taumelt zurück in Richtung der Kante der Hochebene und stürzt 1000 Meter in das Tal unter ihnen. Leb wohl, würdiger Gegner. Es hätte genauso gut ich sein können, der in einem ruhmreichen Tod stürzt, aber vielleicht beim nächsten Mal. Irgendein Zeichen von Viego? Nein, er ist kein Narr und schon lange weg, um diese ganzen anderen Teile von ihr einzusammeln. Dann verfolgen wir ihn. Lucian und Senna tauschen ein überraschtes Lächeln aus. Worauf warten wir? Wir werden ihn doch verfolgen, oder? Hör zu, Matrone der Nacht, du bist eine Göttin. Dein Platz ist hier, auf dem Targon. Das stimmt. Was ist mit deinen Anhängern? Du hast die Leute in dieser Hülle gesehen, sie brauchen dich. Sie brauchen eine Zukunft. Und sie werden nie eine haben, solange das Böse weiter besteht. So sicher wie die Nacht den Tag beenden muss, muss ich euch helfen, diese Graunacht zu beenden. Lucian und Senna unterhalten sich unter 4 Augen. Senna. Ich mag ihre Begeisterung. Dass sie eine Göttin ist, schadet auch nicht. Ja, soll ich sie mit irgendeinem besonderen Namen anreden? Ich weiß nicht. Noch nie eine Göttin kennengelernt. Lucian ist etwas unsicher und wendet sich wieder Diana zu. Es wäre eine Ehre, dich im Team zu haben. Eure heilige Nacht-Mondheit. Du kannst mich Diana nennen. Diana, genau. Oh Mann. Mach einmal den Wegfinder bereit, Neuling. Später im Hauptquartier. Eine niedergeschlagene Senna säubert ihren Reliktkanone. Ich kann es nicht glauben. Überall, wo wir gewesen sind, hat er uns den Hintern versohlt und uns mit einem eingeklemmten Schwanz zurück zur Basis geschickt. Wir konnten keine einzige Fessel vor ihm schützen. Stimmt, aber du hast doch einen weiteren Wächter gefunden. Auf der anderen Seite des Raumes ist Diana gerade mit ihrem neuen Outfit zurückgekehrt. Sheesh! Seht nur, ist sie nicht einfach beeindruckend? Das Wächtergold bringt ihre Strahlen wirklich zur Geltung. Ja, ein weiterer Wächter. Ich frage mich nur, ob es einen Unterschied machen wird. Senna säubert weiterhin ihre Waffe. Ihre kleine persönliche Wolke aus schwarzem Nebel windet sich um die Waffe herum und tanzt mit dem warmen weißen Schimmer, der von ihrem Lauf ausgeht. Nun, Wächterin Diana, bist du bereit, im Licht zu stehen oder in der Dunkelheit zu fallen? Lucian sieht plötzlich unbehaglich aus. Ich meinte, im Mondlicht zu stehen oder in der Dunkelheit zu fallen. Nicht dunkel wie in der Nacht. Ich habe nichts gegen Nacht. Ach, verdammt. Man kann das einfach nicht besser ausdrücken, oder? Ist schon in Ordnung. Ich bin nicht beleidigt. Viele wissen nichts von himmlischen Dingen. Das Licht des Mondes bekämpft die Dunkelheit ebenfalls. Es ist nicht anders als Sonnenlicht. Tatsächlich ist es das gleiche Licht.
Vielleicht wird Targon eines Tages erkennen, dass das, was wir jetzt als Gegensätze sehen, friedlich koexistieren kann. Luscht wendet seinen Blick zu Senna. Er beobachtet das Zusammenspiel ihres schwarzen Nebels mit dem Licht des Laufs der Reliktwaffe. Ja, hoffentlich hast du recht damit.